Ich glaube, wenn wir doch einige Elemente von dem erwähnen können, dass doch Europa geistig, also in den Jahrhunderten, kennzeichnet, können wir vielleicht die Rolle des Individuellen. Andere großartige Kulturen und Zivilisationen haben ihren Akzent auf die Totalität, religiöse, politische und so weiter, mit großartigen natürlich Ergebnissen. Von dem Anfang an hat immer zur Europa die Wichtigkeit des Individuellen. Denken wir an die Rolle der griechischen Demokratie der Polis, denken wir zum Beispiel schon an den Begriff der Stoiker von der Persona, das auch ein Begriff, den dann das Christentum genommen hat, und der Humanismus bis zu dem Liberalismus, das römische Recht natürlich mit dem ganzen System der Garantien. Das heißt, der Protagonist, das Ziel ist das Individuum. Kant sagt, dass das Individuum nie ein Mittel und immer ein Ziel ist. Ich glaube, dieses Gefühl des Individuellen ist doch ein Merkmal der europäischen Kultur. Und auch die unverbrauchbare Rechte des Individuellen, schon von Antigone, die nicht geschriebenen Gesetze der Götter. Das heißt, dieser Akzent über die Rolle der Freiheit, der moralischen Individualität, von Werten, die kein politisches Gesetz verletzen kann, ohne unabhängig zu werden, bis zu den Prinzipien der amerikanischen, der französischen Erklärung die Rechte und die Würde von allen Menschen und so weiter. Und zugleich auch ein Individuum, das aber kein wilder und isolierter Cowboy ist, sondern ein Sohn Politiker. Das heißt, ein Individuum, das lebt in Beziehung zu seiner Gesellschaft und zu seiner Gemeinschaft,